Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute was richtig Nices. Ich werde 24 Stunden lang nur reduzierte Sachen essen. Das heißt, alles, was im Angebot ist, werde ich essen dürfen und das andere eben nicht. Das heißt, es muss irgendwas Gutes im Angebot sein. Sonst bin ich aufgeschmissen. Und Leute, wenn ihr gute Videovorschläge habt, schreibt es hier unten in die Kommentare. So Leute, wie man sieht, jetzt wieder zu Fuß unterwegs. Denn Leute, auf jeden Fall, ich habe gerade kein Auto. Allerdings, die Tage kommt ein richtig geiles Video. Denn ich habe ein Auto gekauft. Lasst euch einmal überraschen. Also, es wird richtig nice. Und Leute, ich habe übertrieben Bock auf so eine Canon Legria oder so, diese Vlog-Kamera, aber ich weiß gar nicht, wie gut die Qualität noch ist, weil die ist ja schon ein bisschen älter und wird nicht mehr produziert und ist relativ wertstabil sogar. Wenn ihr irgendwie Erfahrung darüber habt, schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und Leute, auf jeden Fall wundert euch nicht, warum ich hier die Kopfhörer dann habe, die Standarddinger mit Kabel. Das liegt daran, ich habe einfach schon wieder zum dritten Mal meine AirPods verloren, ey. Das ist so krass. Ich verliere die einfach laufend. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Leute, kann mir mal irgendjemand beantworten, warum hier einfach Schuhe stehen? Oh, in der einen ist sogar eine Zigarette drin. Das ist aber ungesund. Ist ja strange. Hier stehen einfach so an so einem Bahnübergang Schuhe rum, wo wohl die passenden Füße dazu sind. So, also bei den Säften haben wir zumindest, gar nichts an Angebote. Mal schauen, Capri-Sonne leider auch nicht. Holy shit. Capri-Sonne im Angebot, ich glaube, die werde ich safe nehmen. Aber ich weiß jetzt wieder, wie immer, nicht welche Sorte. Ich denke, die. Jetzt habe ich gerade gesehen, super eklig, gönnt euch mal. Vielleicht wisst ihr, ich hasse Rockstar im Angebot. Kaufe ich safe nicht. Hier Leute, auf jeden Fall die richtige Abteilung für mich. Allerdings, nichts zu essen. Unglaublich Leute, das ist Love. Ich liebe diese Rocha oder wie auch immer die heißen. Und Sale, aber immer noch teuer, trotzdem nehme ich sie. Kennt ihr das, wenn ihr so im Laden seid und einfach das teuerste Parfüm raussucht, um euch einzusprühen, wie man sieht? Ich glaube, das hier ist das teuerste. Ja, ich denke schon. Obwohl, nee, noch ein teureres. 21 Euro. Oh shit, Leute, die Sale-Abteilung ist aber relativ klein. Schau ich mal hier. Hier, genau, perfekt. Der ist ja mega nice, aus 59 Cent nur. So, Leute, auf jeden Fall überkrass. Müller-Milch im Angebot. Müller-Milch ist Liebe, das ist mit Abstand die beste Sorte, die es gibt. Kann ich nur empfehlen. Was nehme ich noch für eine? Ich denke Schoko. Schoko ist auch gut, da machen wir auch nichts mit falsch. Ich brauche auf jeden Fall einen Korb. Hier haben wir ein, oh, da ist ja ein Taschentuch drin. Nehmen wir den hier. So, perfekt. Alter. Jetzt haben wir hier sogar Pizza im Angebot. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, Leute, hier einfach irgendwie Angebote zu finden, so Sales. Hier zum Beispiel Pizza, ganz viel Auswahl einfach. So, auf jeden Fall entschieden habe ich mich jetzt hier für so eine Pizza. So eine Big Pizza. Ich weiß bloß noch nicht, welche Sorte. Ich habe Bock auf Thunfisch eigentlich. Boah, die sieht gut aus. Ja, nice. So, Leute, auf jeden Fall, ich habe mich jetzt noch für eine andere entschieden. Allerdings weiß ich noch nicht, welche ich nehme, welche Sorte hiervon. So Leute, hier auf jeden Fall die Einkaufstüte am Schlüssel. Boah, die ist echt schwer, ey. Zuerst esse ich, glaube ich, mal den Joghurt und dann im Laufe des Tages die Pizzen. Das ist so krass, ich bin jetzt wieder hier und jetzt haben die den Preis einmal wieder geändert. Also ich musste für meinen Dad jetzt noch was besorgen und jetzt sehe ich einfach, der Preis ist geändert. Ich bin so gut, dass ich vorhin da war. Jetzt zu Hause hier die Müller-Milch gegönnt. Dann haben wir hier eine Pizza. Ich habe jetzt die hier genommen, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich hoffe, das ist Thunfisch. Oh ja, es ist perfekt. Dann die Salami. Hier haben wir jetzt diese hier, die sind mega geil. Dann wieder eine Müllermilch und noch eine. Dann den Joghurt. Und ich habe mich jetzt für Monster Alarm entschieden. Richtig geil, die schmeckt, glaube ich, am besten von allen. So, auf jeden Fall bezahlt habe ich für die Pizza 1,88 Euro, für die andere auch. Die Tüte 20 Cent, die Capri-Sonne 2,99 Euro, die Müllermilch jeweils 59 Cent. Dann auf jeden Fall der Joghurt 59 Cent und die hier 2,22 Euro war es, glaube ich. Ja, genau, 2,22 Euro. Was eine Zahl. So, wenn wir Leute hier, falls ihr das Video gesehen habt mit diesen Lifehacks, das verlinke ich dann hier oben oder in der Videobeschreibung. Mega nice. Das kommt hier rein. So, und jetzt drück, ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege mit einer Hand. Drück, ich gehe jetzt hier einfach so durch. Durchgedrückt und zack, alle stehen perfekt und die Hülle ist leer. Dass die auch schön gekühlt sind auf jeden Fall. Zuerst gönne ich mir jetzt diesen Joghurt Smarties. Bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe den vor langer Zeit mal gegessen, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie der schmeckt. Boah, die Milch riecht voll vergammelt irgendwie. Okay, Leute, da sind ja kaum Smarties drin gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Fast nichts. Das ist nur oberflächlich ein paar. Richtig auf geizig. Und da kostet ja normalerweise fast 1 Euro. Auf jeden Fall leer. Die Müllermilch auch. Auf jeden Fall jetzt die Frage, ob ich überhaupt satt von diesem Zeug werde. Also bisher schmeckt es nicht. Obwohl doch, die Müllermilch war sehr gut. So Leute, auf jeden Fall jetzt wird Zeit für etwas trinken. Jetzt ist die Frage, Capri-Sonne oder auch Müllermilch. Also das ist auf jeden Fall die Sorte. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr diese Sorte mögt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ah genau, jetzt hat er fokussiert. Ja, Monster-Alarm. Trinke ich die und danach eine Müllermilch. Habt ihr es auch damals immer gemacht? Mal diese aufgepustet, nachdem die leer waren. Und da hat man so gedrückt.
Und diese Luft kommt so durch den Strohhalm ins Gesicht. So Leute, auf jeden Fall, jetzt ist Pizza-Time. Allerdings weiß ich nicht, ob ich jetzt die Thunfisch nehme oder die Salami. Ich bin ja für die Thunfisch. Darauf habe ich eigentlich mehr Bock. Diesen Pizza-Hersteller habe ich noch nie in meinem Leben probiert. Ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Wie man sehen kann, ich glaube, das ist Nestle irgendwie. Oder hängt mit Nestle irgendwie zusammen. Das ist natürlich nicht so gut. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterstützen. Ich probiere sie jetzt trotzdem, weil gekauft ist gekauft. Leute, so sieht die aus, wie man sieht, die ist relativ klein sogar, aber dafür etwas dicker. Auf jeden Fall, die erinnert ein bisschen von der Optik her an die Big Pizza, finde ich. Leute, ich gönne mir hier gerade so ein Video. Es ist so krass, es ist so eine Zerstörung. Aber gut, Leute, die Pizza ist fertig. Und wie man sehen kann, ist einfach mal gleich 15 Uhr und ich habe bisher erst einen Joghurt gegessen. Ich habe heute erst eine Banane gegessen. Was? Ich habe heute erst eine halbe Banane gegessen. Ja. Sehr ungesund auf jeden Fall, Leute. Zur Zeit, ich habe so übertrieben Hunger. Hier die Pizza, ich glaube, sie ist... Oh, okay. Die Pizza ist soweit fertig, würde ich sagen. So, Leute, wie man sehen kann, die Pizza ist soweit fertig. Ist ein bisschen dunkel geworden, aber knusprig finde ich sie gut. Jetzt die Frage, wie schmeckt sie? Man kann sie essen, aber sie ist nicht lecker. So Leute, auf jeden Fall aufgegessen, wie man sieht. Ich bin übertrieben voll. So nice war die Pizza nicht. Da gibt es auf jeden Fall bessere. Aber man kann sie essen. So Leute, auf jeden Fall ein bisschen enjoyen hier natürlich mit diesen hier. Gönnt euch mal, wie schön Gold das ist. Und natürlich Capri-Sonne. Also Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, dafür, dass es ein Sale-Einkauf ist, beziehungsweise nur reduzierte Sachen am Start sind, ist der Einkauf relativ gut geworden. Ich habe eigentlich Sachen gekauft, die ich normalerweise auch kaufen würde, außer vielleicht den Joghurt. Aber so mit der Müllermilch hatte ich sehr viel Glück. Die Pizzen, ja, da hätte ich vielleicht andere genommen, aber sind auch relativ in Ordnung. Die Capri-Sonnen hätte ich, glaube ich, auch genommen, obwohl ich glaube, 2,99 € ist kein Angebot. Ich glaube, das ist ein Normalpreis. Der Einkauf, Leute, ist relativ gut verlaufen. Sieht aus wie ein ganz normaler Einkauf und nicht wie ein Sale-Einkauf. Von daher, da habe ich schon mal Glück gehabt und ich würde sagen, den richtigen Laden ausgesucht. So Leute, es wird auf jeden Fall Zeit für eine Pizza. Oh mein Gott, ich habe so einen Hunger. Mittlerweile, ich habe auch erst eine Pizza und ein paar Süßigkeiten gegessen. Das war's bisher. So Leute, Gott sei Dank ist jetzt die Pizza fertig und natürlich eine Müllermilch. Da habe ich richtig Bock drauf und ich würde sagen, ich gönne mir. Und zuerst probiere ich mal, wie sie schmeckt. Also Leute, ich finde auf jeden Fall, die Thunfisch schmeckte besser. Auf jeden Fall, wie man sehen kann, fast aufgegessen. Die Müllermilch ist leer. Ich bin echt satt gerade. So Leute, auf jeden Fall, es ist kurz vor 5 und irgendwie bin ich wach geworden und habe Hunger. Ein Stück Pizza habe ich gerade gegessen. Und jetzt gönne ich mir das nächste. So Leute, auf jeden Fall der nächste Morgen. Ich gönne mir jetzt noch eine Capri-Sonne und diese Süßigkeiten da. Ich habe so einen übertriebenen Hunger. Das Essen hat natürlich nicht gereicht. 2 Pizzen in einem Tag ist deutlich zu wenig. So Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, damit beende ich das Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir mal eine positive Bewertung, abonniert kostenlos diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ciao.